Hallo liebe Knoblauchfans und Vampirtöter zu einer neuen Folge von Super Castlevania 4. Wir sind hier immer noch im Outer Keep, also der äußere Schlossbereich. Und Mann, oh Mann, sieht's hier schon wieder gemütlich aus. Ja, wir hängen uns hier mit unserer Peitsche in dieses... Keine Ahnung, ich habe immer noch keinen Strahl, wie ich das nennen soll. Wir hängen uns hier auf jeden Fall rein, wie auch immer Simon das macht, das ist mir auch noch nicht ganz klar. Aber, ja, es ist Simon. Der Kerl trägt Shorts und sieht verdammt gut aus. So. Hier müssen wir quasi das richtige Timing erwischen, um diese Medusa-Köpfe... Ja, den Garaus zu machen. Am besten immer dieser eine Schlag mit der Peitsche, das geht am besten. Wenn es mal nicht klappt, könnte man auch ein bisschen wirbeln, aber das wird dann wieder schwierig, wenn die von beiden Seiten kommen. Wow. Also, ja, die Stacheln da unten, die sind wirklich unangenehm. Und ich weiß, ich habe das als Kind ganz gerne gemacht. Ich habe mich dann immer mal wieder einfach reinfallen lassen. Ne, einfach weil es so schön ist, Simon dabei zuzugucken, wie er hier reinfällt und stirbt. Ja, aber wir machen das jetzt in dem Fall mal nicht. Sondern ihr seht ja, dass hier die Steine erscheinen auf der linken Seite. Hier swingen wir gerade mal kurz rüber. Und dann geht's auch schon in den nächsten Abschnitt. Das ist jetzt kein neues Level, also das sind mehrere kleine Abschnitte, die hier ein Level bilden. Ja, und wenn es hier kurz laggt, wundert euch nicht, das macht's immer. Aber tatsächlich nur bei diesem Level hier. Ja, hier schon wieder, also ich... Ich habe keine Ahnung, warum das passiert und wo es herkommt. Aber ich habe das tatsächlich nur bei dem Level. Ich denke, dass es vielleicht einfach daran liegt, dass ich das ja im Hintergrund, ihr seht das. Das ist so ein bisschen wie Simon auf Alkoholtrip. Also das dreht sich ja die ganze Zeit und vielleicht bringt das hier irgendwas zum Anstoß. Ich weiß es nicht. Ist natürlich ein bisschen unangenehmer hier dann zu timen, so. Aber die Geschichte haben wir wenigstens. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt dieser Abschnitt hier nicht wirklich. Also, das hier gehört ja auch noch dazu und das ist im Prinzip ein Level. Und ich habe einfach ein bisschen das Gefühl, wenn ich das spiele, ja, wie soll ich sagen, dass das so ein bisschen so eine Art Lückenfüller-Level ist, ja. Würde mich einfach mal interessieren, für die, die das Spiel vielleicht kennen, oder auch einfach für die, die jetzt hier dabei sind und zuschauen, ob euch das denn im Prinzip dann ähnlich geht. Weil ich muss sagen, dass das Level hier mit den Abschnitten, das unterscheidet sich erstens mal arg von den anderen vorher. Ja, und es ist auch irgendwie... Es hat nicht viel zu bieten, ja? Klar, wir müssen jetzt hier auch gucken, dass wir nicht irgendwie von den Steinen erdrückt werden. Oder im Level vorher, dass wir jetzt nicht in die Dornen reinfallen, aber es... Ja, so richtig eine Schwierigkeit ist auch nicht da. Klar, wir könnten hier jetzt ein bisschen Zeitdruck kriegen, wenn man das Level das erste Mal spielt. Ihr seht ja, dass hier rechts und links überall nochmal Wege abzweigen. Da muss man einfach für sich wissen, wo man hier lang zu gehen hat. Von daher, ja, Zeitdruck könnte hier vielleicht schon so eine Sache sein. Aber abgesehen davon hat das Level halt eigentlich nicht viel zu bieten. Oh Gott, und Stacheln. Ich hasse das. Ich hasse die einfach jedes Mal. Ich habe einen unheimlichen Respekt vor den Dingern. Hier am besten nicht springen, gar nichts. Einfach drüber laufen. So, und dann kommen wir hier auch an die Seite. Hier ist nichts drin. Aber, oh Mann, ich hoffe, dass wir hier auf jeden Fall nochmal ein Stück Fleisch kriegen. Denn, ich erinnere mich, dass hier jetzt gleich auch noch ein Boss kommt. Und der kann unter Umständen ziemlich tricky sein. Juhu, Fleisch! Jetzt haben wir aber immer noch 5 Punkte, ja, die uns bei unserem Leben fehlen. Boah, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich den jetzt nicht im ersten Versuch schaffe. Einfach nur, weil wir hier schon 5 zu wenig haben. Was wichtig ist, ist, dass wir hier versuchen, immer den Steinen hier auszuweichen, die von der Decke kommen. Wow. Nein, jetzt hat es uns erwischt. Hier ausweichen. Ausweichen. Fuck. Ausweichen. Oh Gott. Ich habe echt Angst.
Scheiße. Wow, und der letzte, habt ihr es gesehen? Der war eigentlich schon gekillt, aber der letzte Stein hat es uns noch gegeben. Aber... Ja, sorry, nee, das muss jedes Mal sein. Also diese Siegesmucke, die ist einfach so geil. Und ich freue mich gerade schon wieder tierisch, dass ich das Spiel hier spielen darf. Und das Level, was jetzt kommt, wenn es das ist, was ich in Erinnerung habe, dann hat das für mich mit die geilste Musik im ganzen Spiel. Und wir gehen jetzt mal rein hier in den Courtyard, nennt sich das Level. Und ich würde jetzt echt einfach mal 30 Sekunden still sein und euch die Musik genießen lassen. Denn die Musik, ne, ihr merkt das schon, dieses düstere, super bedrohliche, das suggeriert eigentlich schon, dass es jetzt hier richtig losgeht und dass uns hier unheimlich viel erwartet. Und ich bin jetzt einfach mal ganz kurz still, denn die Musik, die ist einfach göttlich. Genießt sie einfach mal ganz kurz. Bis gleich. Ja, ihr hört das auch, wie sich das immer so ein bisschen aufbaut, ja? Wie hier neue Elemente dazukommen. Gerade dieser Bass, sage ich mal, im Hintergrund. Diese Trommeln oder was das sein soll, keine Ahnung. Es ist einfach geil. Und die Musik bleibt nie gleich, es kommt immer was dazu. Ja, und jetzt haben wir das Messer, das wollte ich eigentlich nicht so. Also manche schwören ja drauf, aber ich kann mit dem Kreuz einfach besser. Hammer. Hammer, ich liebe das Level. Klasse. Das ist einfach echt super. Ja, hier geht's jetzt... Das ist eigentlich schade, dass wir hier diesen Abschnitt auch musikalisch ein bisschen separiert haben. Weil ich muss sagen, die Musik war einfach... Das ist für mich eine der epischen Tracks überhaupt im Spiel. Und ich verstehe nicht so recht, warum wir jetzt hier diese... Ja, keine Ahnung. Also es... Ist ein bisschen bösig für mich jetzt im direkten Vergleich. Und nimmt auch so ein bisschen diese Panik raus, die man jetzt hier hat, an der Stelle. Die eigentlich durch den Track vorher suggeriert wird. Aber ja, Panik habe ich nichtsdestotrotz auf jeden Fall. Denn guckt euch mal diesen Gang an, ja. Also wenn wir hier entlang schreiten, dann macht das schon ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch. Und ihr seht, hier ist ein Eingang. Und was sich dahinter verbirgt, das ist einfach nur krass. Ja, und ihr seht oben die Zeitanzeige. Also 40 Sekunden haben wir jetzt noch übrig. Ich glaube, wenn wir bei 30 sind, kommt auch so ein Geräusch, das runterzählt. Ich warte einfach mal kurz, ob das bei 30 schon kommt. Genau. Also da haben wir dann echte Probleme, wenn es soweit ist. Wir gehen hier einfach mal nochmal schnell rein. Und ja, das, was jetzt kommt, das ist einfach ekelhaft. Das ist einfach hässlich und ekelhaft. Das passt jetzt in den Part auch nicht mehr rein, aber ich lasse euch hier mal kurz raus an der Stelle. Und nehme einfach mal einen tiefen Atemzug und holy fuck. Also ich kann nur sagen, das Level, was jetzt kommt im nächsten Part, da würde ich auf jeden Fall dranbleiben, denn das ist für mich mein Hasslevel des Spiels überhaupt. Das Ding ist richtig schwer, der Endboss ist richtig schwer. Das ist einfach nur assi. Ja, ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr mit dranbleibt. Und vielleicht kennt ihr ja das Spiel, vielleicht kennt ihr das Level. Und wenn ja, dann geht's euch mit Sicherheit ganz ähnlich wie mir. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dranbleibt. Ich würde mich auch über Kommentare freuen. Und ja... Denkt an den Knoblauch, ihr Lieben. Ciao!